Moin, hier ist Mia vom Geeks Live Luxemburg an Lohsitzmarbeiter Katharina, aka Crimson Art, ne? Crimson Puppet, nur drin. Ob der LuxCon, moin. Moin. Und wie geht's da? Ganz gut, ja, ein bisschen stressig heute, mir jetzt geht aber. Gefällt mir. Wie man gesehen müssen ganz viel Manga-Zeichnungen. Wie passt dann Dropbox Stoß? Ma, am Anfang habe ich schon eine Menge Content ganz viel gezeichnet und ich schon ganz früh angefangen. Und irgendwann habe ich angefangen, auch Disney-Sachen zu zeichnen, weil ich das immens gerne hatte als Kant. Und wo ich angefangen habe, halt Manga zu malen, habe ich noch mehr intensiv gezeichnet. Und ich habe halt mein Leben dafür entdeckt. Und ich probiere aber mittlerweile ganz viele verschiedene Sachen aus und probiere noch verschiedene Stile zu zeichnen und selber für mich neu zu entdecken. Und ja. Aber mit welchen Materialien zeichnest du dann so? Hauptsächlich mit Aquarell, mir ganz gerne noch mit Bleistift oder ich mache noch Panturen mit Acryl, Ölischfarbe, mir hauptsächlich halt Aquarell. Und in welchem Format so zeichnen Sie größtenteils so? A3 oder A4, ja. Hauptsächlich A3, mir auch wie Großformate, mir das ist echt dafür Panturen. Und wo gehst du denn Inspirationsquellen sichern? Ich habe natürlich ganz viel Fanarts, die ich mache, mir das ist hauptsächlich für so Ausstellungen oder LuxCon oder halt so Sachen, wo so Ausstellungen, also so Events, wo so Sachen halt gut ankommen. Und hauptsächlich meine ich aber so Fantasy-Sachen aus meinem Kopf raus oder einfach aus meiner Fantasie. Und auf welchen Events werden dich dann noch zutreffen? Ich hoffe zukünftig auf mich große Events. Mehr also am Moment ist Lützeburg-Events, weil ich nicht so viel Zeit habe, viel zu reden, wenn es Arbeit, wenn es Schule, wenn es Vorbereitungen halt einfach, wenn es der Uni. Und ja. Und wenn du deine Zeichnungen außerhalb von der LuxCon gerne will kaufen, wie könnt ihr denn dann unter? Ich habe schon PayPal, das heißt, die Leute können mich so bezahlen, ich kann sie verschicken. Habe ich auch mir oft gemacht, also so Commissions für Leute, die ein bisschen weit fortkommen. Und ja, am Anfang sind sie schon mal erreichbar. Über welche Webseiten? Schon auf Facebook, könnte man natürlich auf Crimson Puppets finden. Oder schon auch bei Blogspot oder Blogger, ich weiß nicht, wie die Seite heißt. Ja, auf Blogspot habe ich halt auch einen Blog, wo ich halt mein Bilder gesagt habe, Tumblr habe ich auch. Und auf die Windart finde ich auch im Moment. Mörder-Sushi. Ja, okay. Ja. Ja, dann sonst vielmals merci und noch viel Spaß auf der LuxCon. Merci, ich auch. Adi. But not the